Gottesreichen segnen alle. Also, auf Wunsch von zwei Personen, die ich ja jetzt von ICF kenne. Einen kenne ich direkt, den anderen indirekt. Aber ich kenne andere, die in ICF drin sind, obwohl es Ex-Pfingstler sind, ist sie noch drin. Sie wird dieses Video sicherlich sehen. Bitte keine Kommentare dazu geben. Ja. Also, wieso ist eigentlich ICF nicht von Gott? Jetzt kann man sagen, das ist zu streng, ICF oder Move Church, Vineyard, EBG Gemeinde kann ich dir nur empfehlen, Evangelische Bibelgemeinde, gibt es 18 Stück in der Schweiz, kann ich dir empfehlen. Als würdest du in die Gemeinde von Martin Luther zu seiner Zeit hineinlaufen. Kann ich empfehlen, war ich selber drin, monatelang. Ja? Ich weiß, wie es dort ist. Ich kenne ICF, ich kenne all das, ja. Mir macht keiner etwas vor. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ich bin ein Ex-Charismatiker. Ich bin auch ein Ex-Pfingstler. Ich war in beiden drin. Beides. Ich weiß Bescheid. Das ist nicht zu mich rühmen, das ist eine große Katastrophe, ja, dass man mal da überhaupt den Fuß hineingesetzt hat. Nun, aber wir könnten jetzt sagen, ist doch Piep egal, ob ICF oder dies, wir sind doch eine bunte Mischung, ja. Könnte man sagen, klingt doch schön. Jeder akzeptiert den anderen, sagt, es ist okay, ihr habt da eine diskothekähnliche Gemeinde, wir haben eine komplett biblisch nüchterne, die anderen haben biblisch nüchterne mit eigener Meinung und die anderen haben wieder nur, ja, wir haben biblisch nüchterne, wieder in Anführungs- und Schlusszeichen, aber wir haben eigene Meinung und dazu, ja, das war doch einmal, jetzt ist es doch modern. Kann eine Frau predigen, kann man sich anziehen, wie man will. Der Herr schaut nur aufs Herz. Ja, stimmt, stimmt doch. Der Herr schaut nur aufs Herz, stimmt doch, natürlich. Eines vergisst man bei all dem. Bei all diesen Kategorien gibt es noch mehrere. Aber die anderen lasse ich außen vor. Bei all dem vergisst man eines. Ohne Heiligung wirst du Gott nicht sehen. Punkt. Was bedeutet das nun? Was bedeutet das? Weiß es überhaupt einer, der in der Pfingstlerei und Charismatik drin ist? Das ist eine einfache Frage, nicht zu mich höher stellen wie dich, sondern um dir aufzuzeigen, was für ein Wahnsinn das da herrscht, was für eine Gefahr das da ist. Du musst dir so denken. Ich sage dies alles öffentlich. Was meinst du? Mache ich das, um Prestige zu gewinnen? Ich warne jeden Einzelnen, der in einer ICF ist, Vineyard, Move Church, auch nur irgendeinen pfingstcharismatischen Wahnsinn. Gibt Gemeinden, die wunderschöne Namen haben. Ich war in den letzten 3,5 Jahren in charismatischen Gemeinden, in Pfingstergemeinden. Wo war ich denn überall in der Gemeinde? Guck mal nach. Mit wem war ich denn da? Meinst du, wenn du jetzt da nachfragst in der vorherigen Gemeinde, in der ich war, werden sie dir sagen, wir sind Pfingstergemeinde? Sie verneinen das. Denkst du, wenn du denen sagst, ihr seid Charismatiker? Stimmt das? Würdest du das sagen? Du würdest sagen, nein, geht's noch? Was für Pfingster und Charismatiker? Der Geist Isabel ist ziemlich so höheren Bereich am Herrschen, ja? Ist besiegter Feind, aber ist voll aktiv. Voll. Und da sind noch andere Dämonen, dämonische Geister dahinter. Die Namen kenne ich, aber ich sage sie dir nicht. Weil es gibt Leute, die sind so wissbegierig, wenn es um die Finsternis geht. Das finde ich interessant. Und das kenne ich von Pfingstlerei und von der Charismatik. Anstatt dies alles aufzudecken und zu zeigen, wie ich das liebend gerne mache, damit viele noch herausgerettet werden. Ja? Ich sage nicht, dass da keine Geretteten sind. Diejenigen allerdings, die gerettet sind, die werden auch mal abgesondert von diesem Pfütze. Ja? Von dieser Pfütze von ICF und weiß nicht, was doch alles gibt. Und das nenne ich in aller Liebe. Ja? Weißt du, wieso ich das energisch so rüberbringe? Nicht, weil ich wütend bin, sondern weil mich das so putscht. Ja? Mich putscht das so auf. Ja? Die ICF-Gemeinde ist aufgebaut wie eine Diskothek. Zeig mir eine ICF-Gemeinde, die vollumfänglich biblisch nüchtern ist. Mach ein Video.
Das ist dort alles kein Problem. Mach ein Video. Zeig mir auf. Ja? Dort muss aber jeder Einzelne ganz und gar nüchtern sein. Ja? Wir sollen in allem nüchtern sein. Ja? Besonnen und nüchtern. Siehst du das irgendwo in einer ICF-Gemeinde? Die Welt ist dort hineingekommen und niemand hat es bemerkt. Ja? ICF Zürich wurde ich eingeladen. Wow, super, Gemeindeeinladung. In ICF Zürich gibt es sogar eine Bar. Dieses Ding würde ich dort abreißen und wegwerfen. Und würde jedem Einzelnen sagen, raus aus der Gemeinde, würde alles andere auch abreißen und rauswerfen. Eine Gemeinde ist heilig. Eine Gemeinde ist keine Diskothek. Dort drin gibt es Lichtshow. Dort drin gibt es Musik der Welt. Worship heißt das. Wenn noch keiner weiß, was Worship ist, ich zeige dir das ganz genau dann auf. Und ich zeige dir auch auf, wieso das eigentlich als satanisch klassifiziert ist. Und es ist es. Aber ich zeige dir natürlich nüchtern auf, warum. Ja? Gibt genügend, wo man ganz detailliert, grundauf detailliert aufzeigen kann, was dahinter steckt. Was die weltliche Musik angeht. Wieso hören wir diesen Wahnsinn von der Weltmusik eigentlich nicht mehr? Würdest du noch Marilyn Manson hören? Ich habe es früher gerne gehört. Ich konnte nicht aufhören, so einen satanischen Tanz dabei zu machen. Ja? Ich war in den tiefsten Kreisen. Ich weiß schon, was dahinter steckt. Weißt du das aber auch? Das ist die Frage. Ich war in Goa-Partys und so. Ich weiß, was dahinter steckt, wie die das Ganze, dieser Rhythmus und alles da dich beeinflusst. Ich weiß es. Die Frage ist, weißt du das auch? Musst du solches probieren, ja, in solchen Kirchen, wenn man es überhaupt so nennen kann, probieren, um dann Bescheid zu wissen? Muss ein satanischer Geist um dich herum schwirren und dich verblenden, wahrscheinlich sogar an dir haften, ja, und Flüche kommen dann auch auf dich, das kommt alles. Die Tore der Astralwelt gehen auf und das ist dann da. Das geht nicht einfach so weg. Nachher wirst du verblendet und gehst auch dahin mit dem Rest. Das ist eine ernste Sache. Darum, raus aus dem ICF, raus aus Vineyard und Move Church und raus aus jeder Gemeinde, die solchen Wahnsinn tut. Ja? Wieso sage ich das echt? Gewinne ich durch diesen kurzen Video, diesen kurzen Bericht, meinen persönlichen Bericht? Meinst du, ich gewinne dadurch Prestige? Ja? Wie viele werden jetzt aufschreien, was ist mit dem und so? Meine ernsthafte Warnung an jeden Einzelnen, der in einer ICF ist, Move Church, Vineyard, trägt nur einen an und etwas Ähnlichem. Weg von dort. Ja? Du bist auf der falschen Spur und zwar volle Kanne. Ja? Du bist wirklich First Class auf der falschen Spur. Und das ist eine sehr ernste Sache. Das ist nicht zu spaßen. Ja? Auf Wunsch von ein paar ICF-Geschwistern, wenn ich so sagen darf, werden die nächsten Vorträge ganz klar so sein, dass ich nur kurz mein Projekt kurz und bündig kann ich ja somit wenigstens weiterführen. Wenn das Video ruckelt, es hat seine Gründe, ich bin etwas am Hochladen. Ja. Aber das ist nicht wichtig. Die nächsten Vorträge auf jeden Fall werden kurz sein und bündig. Darum mein Projekt kurz und bündig darf ich somit auch weiterführen, darum Dankeschön. Dann darf ich nur kurz reden, wie auch jetzt. Und dann unten sind die Links für alles, von Worship bis Gemeindeordnung, alles. Und ich zeige auch mit Bibelstellen ganz klar mal auf, warum ICF und annähernd Ähnliches eigentlich komplett falsche Gemeinden sind. Ich sage nicht, dass sie keine guten Predigten haben. Die gibt's, habe ich schon gehört, von meinem Kanton hier sogar. Habe ich eine gute Predigt gehört, hat mich gestärkt. Was heißt das nun? Ist das alles okay trotzdem? Nicht mal 1% ist das gut, was alles dort umgeht, abgeht besser gesagt. Eine Gemeinde, wo Spielhallen und so hat für die Jugendlichen. Ja? Eine Gemeinde, die alles den Jugendlichen so geschmackhaft macht und damit sie da hineinrennen praktisch. Was meinst du, die sind allesamt gerettet. Was ist mit der Absonderung? Ja? Es ist nicht um zu richten, sondern um mal aufzuzeigen, was da eigentlich los ist. Ich habe mal jemandem vor kurzem gesagt, und höre da genau zu,
Wenn du den Jakobusbrief nicht verstanden hast, wirst du den Rest von der Bibel gar nicht ernst nehmen. Vor allem den neuen Bund. Du wirst es nicht ernst nehmen. Das geht nicht. Wenn du Jakobusbrief kapiert hast, dass du Täter des Wortes sein musst, wenn du es begriffen hast, wirst du sowas von rasch Buße tun über so viele Sachen. Und du wirst dem Herrn nachfolgen mit brennendem Herzen. Du wirst in eine Gemeinde gehen, wo die Ordnung, ja, die apostolischen Briefe zeigen auf die Ordnung. Wenn die Ordnung Gottes für die Gemeinden, die angeordnet sind, nicht haltest in der Gemeinde, dann ist es nicht die Gemeinde Gottes. Ich meine, der Heilige Geist treibt uns dazu, zuallererst einmal den Herrn über alles zu preisen und ihn auch zu erkennen, unseren Herrn Jesus Christus als Gott selbst zu erkennen, ja? Den Gottes Sohn, ja? Den Sohn Gottes, Gott selbst, der ins Fleisch gekommen ist, dann wirst du erkennen, da gibt es keine Diskussion. Es gibt auch keine Diskussion wegen Sabbat, es gibt keine Diskussion wegen weiß nicht was. Das ist alles klar und offen vor dich gelegt, weil der Heilige Geist lehrt dich, der Heilige Geist zeigt auf, der Heilige Geist macht dich ganz nüchtern. Es ist ein nüchterner Glaube. Es geht nicht ums Fühlen, es geht nicht darum, irgendeinen Show abzuhalten. Es ist ein heiliger Ort in der Gemeinde. Ja? Der Psalmist hat gesagt, lieber habe ich einen Schritt in der Gemeinde, ja? Lieber einen Schritt in der Gemeinde drin, als draußen bei den Gottlosen. Wie ist es mit dir? Ist es ein heiliger Ort für dich oder nur ein Entertainment-Show? Kommt alles hart rüber. Aber weißt du wieso? Ich bringe das energisch rüber, damit du das wirklich begreifst und hoffentlich ernst nimmst. Ja? Hoffentlich. Ich hoffe, irgendeiner begreift es und kehrt um und tut Buße. Ganz ehrlich. Gemeinden gibt es en masse. Allein die evangelische Bibelgemeinde. 18 Stück in der Schweiz. Jeder Einzelne, der in der ICF ist, wenn die rausgehen, können die in die EBG-Gemeinde gehen. Kein Problem. Und jetzt frage mich nicht nach Internetadresse, weil diese Gemeinde hat nicht mal Internetadresse. Aber sie sind erreichbar. Sie sind überall verteilt. Ja? In meiner Region um mich herum hat es bereits 2 Stück. Ja? 3 sogar. Ja? Und ab da geht es weiter durch die gesamte Schweiz. Wie sieht das nun bei dir aus? Was ist das, was dich zurückhält? Hm? Ist sicherlich so natürlich, für das Auge natürlich sicher schön, ja, oder? Denke ich mir. Weil ich weiß, wie die ICF drinnen aussieht. Das ist kein Geheimnis. Wie sie aufgebaut ist und auf was sie da abzielen. Ist alles offen und klar vor einem, weil sie zeigen es. Da muss ich nicht in eine solche Gemeinde hineingehen, um es erst einmal zu begreifen. Ja? Ich weiß schon, was da abgeht. Auch mit dem Worship und so. Ich weiß es schon. Ja? Mir macht niemand etwas vor. Und das ist überhaupt keine gute Sache, weil ich habe dies alles mitgemacht. Ja? Ich war drin in dem Wahnsinn. Nicht im ICF, sondern im viel Schlimmeren. Ja? Ich weiß Bescheid. Und das möchte ich dir ganz nüchtern und klar dann aufzeigen in den nächsten Vorträgen, wenn du es natürlich bis jetzt noch nicht begriffen hast. Ja? Und ganz sicherlich wird es einige geben, die jetzt produktive Kommentare geben können, was die ICF ist. Wenn du das kannst, gib einen Kommentar bitte. Ja? Und zeige denen ganz klar auf jedem Einzelnen, der in der ICF noch ist, warum ich da so energisch herausrufe. Raus da aus ihrer Mitte. Sondert euch ab. Ja? Der Herr kommt. Ja? Der Herr kommt bald. Wie viele werden dann mitkönnen aus dem ICF und weiß nicht was für Gemeinden? Und das ist eine sehr ernste Sache. Wenn du die Welt lieb hast, Freundschaft mit der Welt, das ist Feindschaft wider Gott. Das ist Freundschaft mit der Welt. Diese Gemeinden sind per Du mit der Welt. Was ist da anders? Ja? Ich könnte auch in einer ICF, ich war früher gerne in Diskotheken. Aber das würde ich nie einen Fuß dort hineinsetzen. Das ist ein heiliger Ort, um Himmels Willen. In die Gemeinde gehst du als allererstes einmal zu beten, zu Lob singen, und zwar nüchtern, ohne eigentlich solchen Irrsinn. Kommt nie vor, nie, ja, nie. Ja.
Wie du siehst, es ist eine ziemlich energische Sache. Ja, das habe ich vor in den nächsten paar Vorträgen, sobald ich Zeit finde. Ich habe noch einiges andere zu erledigen. Nicht Wichtigeres, sondern ich habe einfach andere Sachen jetzt gerade zu erledigen. Allerdings das alles aufzuzeigen, das geht keine Stunde. Habe ich alles zusammen. Ja, es ist kein Geheimnis. Auch die Bibelstellen sind kein Geheimnis, das ist alles vor einem offen. Ja. Amen. Ich hoffe, irgendeinem hat dies genutzt. Irgendeiner ist dadurch, tja, zur Freiheit gekommen, will ich jetzt wirklich mal sagen. Ich hoffe es. Ja. Hab jeden Einzelnen lieb. Jeden. Jeden einzelnen Menschen. Auch meinen Chef. Jeden. Mein Chef ist immerhin ein großer Esoteriker, mein Ex-Chef. Hab ihn trotzdem lieb. Bin der Einzige, der ihm mal die Tür aufgehalten hat, wo ihm alles fast schon von den Händen weggeflogen ist. Ich habe jeden lieb. Auch denjenigen, der bei der Rückfahrt von Graz, diese 11 Stunden Zugfahrt, dieser Mann war so schwer betrunken. Der Teufel hat durch ihn zu mir geredet und gefaucht, in der gleichen Kabine. Aber ich war immer lieb zu ihm. Und er hat es bemerkt. Und er hat es nicht begriffen, warum ich lieb zu ihm bin. Ja? Ich bin immer näher zu ihm gekommen. Wieso soll ich Angst haben? Er würde mir eh nichts antun. Wir sind in der gleichen Kabine die nächsten 11 Stunden eigentlich. 10 Stunden fast mit ihm allein und nachher 1 Stunde ich allein. Er hat bemerkt, ich bin sehr lieb. Er hat gesagt, du bist. Er hat mir sogar gesagt, du bist. Ciao, mein Freund und so. Und du bist so lieb. Und ja. Aus Liebe mache ich das. Darum verstehe ich es nicht falsch. Die nächsten Vorträge werden genauso wie alle anderen auch aus Liebe sein. Ja. Der Herr kommt bald. So viele wie nur möglich sollen da raus können und Freiheit bekommen. Ja. Wer jetzt irgendwie Klick gemacht hat, meine ich wirklich ernst, und du begriffen hast, ICF, da ist etwas faul. Und du willst eine neue Gemeinde. Und du bist in der Schweiz natürlich. Du willst eine neue Gemeinde? 18 Gemeinden habe ich für dich bereit. Und ich kann dafür bürgen. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Dafür bürgen. Dort wird die Bibel genauso ausgelebt, wie es auch sein muss. Ja? Genauso. Amen. Bis bald.